Dritte Frage. Wie viele Schüler in deiner Klasse hast du schon verprügelt? Muss mal zählen. Also einen habe ich in Knast einen habe ich ins Krankenhaus geschlagen. Anderen habe ich, also drei sind gestorben. Also das war, war aus Versehen. Also. Muss ich mal kurz überlegen. Also ich mache mal kurz einen Cut. Das waren eigentlich eine ganze Klasse, die eigentlich geschlagen. Das kann ich doch nicht im Video sagen, oder? Ich kann doch nicht sagen, dass ich die ganze Klasse geschlagen habe, weil. Nee. Das ist ja genauso. Dann kann ich ja gleich einen Bombenprank machen, wenn ich sowas mache. Also von daher. Willkommen zu einer neuen Folge von Mario Kart 8 Lava Video. Direkt hier aus dem Sommer, aus dem Urlaub, ne eigentlich nicht, aus dem Urlaub noch nicht. Ich habe noch nicht mal Sommerferien, also von daher. Ja, apropos Urlaub und Sommerferien und ja, Mario 8 Lava Video. Der liebe Drache, der steht irgendwo in seinem Leben, auf der Erde. Der ist irgendwo in Urlaub, ich weiß gar nicht, wo er ist, irgendwie unterwegs, Woche oder so. Auf jeden Fall ist diese Folge denn diesmal mal alleine und wir... Und dieses Mal in dieser Folge geht es um eure Fragen, weil ihr habt mir einige geschickt und ich würde sagen, die beantworten wir in dieser Folge mal. Und wir fangen an mit der ersten Frage vom Floyd Sindahut. Bester Name schon mal, also kann man mal so sagen, also Props an dich an dieser Stelle. Fangen wir an mit der ersten Frage von ihm halt. Die Frage lautet, Hashtag FragOffs, was ist eure Lieblingskonsole? Und wieso und welche Spiele auf dieser Konsole findet ihr am besten? Da ich hier heute alleine bin, ist es heute, was ist deine Lieblingskonsole? Meine Lieblingskonsole, das ist schon eine krasse Leistung, Lieblingskonsole. Das ist, ich glaube, das ist der DS. Also ich lese mir die Fragen ja vorher nicht durch, weil das ist ja so ein bisschen interessanter, weil ich selber noch nicht weiß, welche Fragen denn so drankommen in dieser Folge. Ich glaube, es ist der DS. Oder halt auch die Wii U tatsächlich, ja. Aber auch nur wegen den Spielen, weil die Wii U selber, die ist ja... Ja, muss man ja nicht weiter sagen, dass das Ding eigentlich nichts kann. Von daher, ich glaube, es ist die Wii U, weil es hat Splatoon, Mario Kart 8, Captain Toad, 3D World und ich sollte nicht mein Mikrofon berühren, das wäre ganz geil eigentlich. Aber der DS hat auch gute Spiele. Ja, es ist die Wii. Es ist die Wii U. Ja. Das ist schon mal eine krasse Leistung. Ja, es ist... Ja, es ist die Wii U. Und wir haben noch eine weitere Frage. Wir haben eigentlich sogar einige Fragen einbekommen. Von dem lieben Betty zum Beispiel. Der hat mir ja schon so einen guten... Fragekatalog hier geschickt als Kommentar und diese ganzen Fragen möchten wir dann mal ein bisschen abarbeiten. Hashtag FragOffs. Erstens, magst du Star Wars? Eigentlich nicht. Nee. Eigentlich nicht und ist auch so. Was war dein erstes Handy? Also zweite Frage, was war dein erstes Handy? Mein erstes Handy war ein Motorola Tastenklapp-Handy-Ding. Das war übrigens richtig scheiße, ich kann damit nicht zurecht. Also ich kam damit schon zurecht, aber ich fand irgendwie scheiße, dass auf einer Taste halt drei Buchstaben und eine Zahl sind. Da kam ich nicht drauf klar. Wenn ich ein SMS schreiben musste oder konnte oder sollte oder gemacht habe halt irgendwie, war das halt irgendwie alles so schwer, weil man musste immer so 100 Jahre tippen, bis man halt irgendwie mal einen Satz hinbekommen hat und die Tastenhandys, die konnten auch noch nichts. Aber das Tastenhandy hatte ich glaube ich in der ersten Klasse oder so. Ab der zweiten hatte ich schon ein Smartphone. Und zwar irgendein Samsung-Handy. Und in der fünften hatte ich dann ein LG, das G2. Ja, oder in der sechsten. Ich glaube in der fünften. Nee, ich glaube es war in der sechsten. Ja, ich war auf jeden Fall, irgendwann habe ich das G2 halt bekommen. Und ja, dieses Jahr habe ich mir dann das LG V10 gekauft. Aber das steht eigentlich gar nicht in der Frage. Also warum lese ich das hier eigentlich vor? Ich verstehe das nicht. Ja. Dritte Frage, wie viele Schüler in deiner Klasse hast du schon verprügelt? Muss mal zählen, also einen habe ich in Knast einen habe ich ins Krankenhaus geschlagen, anderen habe ich, drei sind gestorben, also das war aus Versehen, also,
Muss ich mal kurz überlegen. Also, ich mach mal kurz einen Cut. Das waren eigentlich eine ganze Klasse, die eigentlich geschlagen. Was kann ich dann im Video sagen, oder? Ich kann doch nicht sagen, dass ich die ganze Klasse geschlagen habe, weil. Nee. Das ist ja genauso. Dann kann ich ja gleich einen Bombenprank machen, wenn ich sowas mache. Also von daher. Nee. Ich sag einfach, das waren drei Leute. So. Mal so ein Cut. Ich habe mal kurz überlegt und ich muss sagen, es waren drei Leute, die ich in einer Klasse geschlagen habe. Also das waren drei Leute. Nee, eigentlich war. Spaß beiseite. Es war eigentlich keiner. Ich bin kein Schlägertyp. Tut mir leid, Betty. Ich weiß nicht, was du hier erwartet hast von mir, aber ich bin kein Schlägertyp. Es tut mir leid. Für die Frage, bist du in deinen Lehrern, deine Lehrerin verliebt? Nee. Ich finde zwar eigentlich alle meine Lehrerinnen sehr nett. Außer vielleicht ein, zwei, aber. Ja, da gehe ich jetzt mal nicht drauf weiter ein. Auf jeden Fall bin ich in keine Lehrerin verliebt, damit das mal klar ist. Ja. Also ich weiß nicht, was du dir hier erhofft, Betty. Da reden wir nochmal anders mal drüber. Skype hier geht gar nicht. Also kommen wir zur fünften Frage von ihm. Samsung oder LG? Also, da muss ich ja wohl nichts mehr sagen, oder? Ich habe ein LG V10 und ein LG LG G2, also da muss ich ja wohl nichts mehr sagen, oder? Nee. Auf, ich kann es auch begründen. Ich habe nämlich auch ein Samsung Galaxy Tab 2 und ja. Nach 2 Jahren geht da der Akku kaputt und das Ding ist reif für die Mülltonne nach 2 Jahren, weil der Akku kaputt ist. Und meine Mutter hat ein Meine Mutter hat ein Samsung Galaxy S3 und das Ding ist durch. Das fühlt sich an, ob das 20 Jahre alt ist und. Die Unterstützung von den Android-Versionen auf Samsung ist scheiße einfach. Also ich bin überhaupt kein Samsung-Fan, also sage ich ganz klar, LG. Sechster Punkt, oder sechste Frage, Xbox 360 oder PS3? Ja gut, ich habe keine von den beiden Konsolen. Ja gut, ne, ich habe eine Wii zu der Zeit halt, zu der Generation, also. Da ich dann tatsächlich Microsoft lieber mag als Sony, sage ich einfach 360, aber ich kann es nicht beurteilen, also ich enthalte mich da lieber. Siebte Frage, was wünschst du dir für Spiele bei der NX? Auf jeden Fall ein Mario Kart 9, ein Animal Crossing ein normales Animal Crossing, aber kein Amiibo Festival, bitte, oh Gott, nein, bitte nicht. Ein Mario Kart 9, darf ich rausgehen? Ich wollte schon wieder Amiibo Festival sagen. Ein Mario Kart 9, ein ist es Schluss. Ein Animal Crossing, ein Mario Kart 9 und ein Splatoon 2 sind auf jeden Fall drin und ein 3D Mario. Das sind so Sachen, die ich mir wünsche, aber ob sie jemals in Erfüllung gehen werden, das weiß nur Nintendo. Acht Frage. Freust du dich auf Yooka-Laylee? Ja, das mache ich, weil das sieht so geil aus und werde es mir wahrscheinlich für Wii U oder Xbox One kaufen. Ich habe die nur seit neuestem Jahr. Ich habe die und ich finde die tatsächlich ziemlich gut. Also ich weiß nicht. Jetzt nicht Todeshelden hier bitte, Leute. Also ja, habe ich. Also eventuell für die One hole ich mir sie, für die Wii U oder für den X. Das weiß ich tatsächlich noch gar nicht so. Neunte Frage. Bowser oder Bowser Junior? Bowser Junior ist irgendwie. Alter, er ist süß. Und Bowser ist einfach nur ein Noob. Zweite Frage, was wirst du dir als nächstes gönnen? Games. Ein Xbox One Spiel, weil ich da gerade mal zwei hab. Und zwar, bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, Need for Speed glaube ich eher nicht. Ich glaube, Pflanzen vs. Zombies 2, Garden Warfare eventuell. Ja, ich glaube das. Ja. Aber wir haben natürlich noch mehr Fragen. Ganz, ganz viele Fragen haben wir hier einbekommen. Und das ist natürlich wunderbar. Und wir machen weiter. Julia D. Hallo, Julia D. Na, ich kenne sie. Ich kenne sie schon ein bisschen länger. Ja. Die fragt, Hashtag FragOffs. Wie findest du Minecraft? Ich habe Minecraft für Wii U. Und ich habe auch mal fürs Handy gehabt, tatsächlich. Es ist gut.
gefällt mir, aber ich habe es lange nicht gespielt, weil, ja, so viel Zeit habe ich jetzt auch nicht, da stundenlang irgendeinen Sachen zu bauen und, ja, einen anderen Kram, den man da machen kann, online spielen oder diese ganzen Modi, die es auf dem PC gibt, haben mich nie interessiert, also, ja, außer bauen habe ich dann nie was gemacht. Wie findet ihr den neuen Namen von The Legend of Zelda? Von dem The Legend of Zelda Breath of the Wild. Also so heißt es ja. Da ich ja eh kein Zelda-Fan bin, aber ich mir es wahrscheinlich kaufen werde, damit ich mal ein Spiel, endlich mal spiele von der Serie. Ja, der Name ist in Ordnung. Ich mach nur das Logo irgendwie. Das sieht so lame aus irgendwie. Ich weiß auch nicht. Aber der Name ist schon in Ordnung, finde ich. Holt ihr euch am Ende des Jahres Pokémon Sun? Holst du dir am Ende des Jahres Pokémon Sun and Moon überhaupt? Ich habe Alpha Saphir. Und also ich habe es mal geholt, weil ich auch noch kein Pokémon gespielt habe. Ja, ich habe kein Zelda gespielt, kein Pokémon. Was ist denn los mit mir? Habe ich mir auch gedacht, irgendwann, wo Alpha Saphir neu war. Aber ja, ich weiß auch nicht. Gefällt mir irgendwie nicht. Wenn überhaupt, ich schaue ja nicht mal Pokémon Let's Play so richtig, außer Pokémon Go, weil Pokémon Go einfach irgendwie cool ist, unterwegs zu sein und online Let's Play zu sehen, beziehungsweise Let's Play zu sehen, was irgendwie Real Life mäßig ist, wie bei Kai und Hübi. Das taugt mir schon sehr doll und deswegen schaue ich mir das auch an, aber Pokémon Sun and Moon eher nicht. Nee, ich denke eher nicht, dass ich mir das kaufe. Und die letzten beiden Fragen, die wir dann noch für diese Folge hier haben, weil... Ja, kann man mal machen, würde ich sagen. Ja. Ist vom Treasure Hunter 0611. Schöner Name. Hashtag fragt oft, wie findest du Spiele Schmacht? Und kennst du überhaupt Spiele Schmacht? Nee, kenn ich nicht. Da schau ich mir. Was ist denn Spiele Schmacht? Das schaut mir jetzt mal an. Also, ich habe auf Google geguckt und. Google Bilder zumindest und keine Ahnung, was Spiele Schmacht ist. Ich habe nichts gefunden. Da kamen irgendwelche verschiedenen Spiele von der PlayStation, von der Xbox, von der Wii U nicht. Keine Ahnung, was Spiele Schmacht ist. Kenn ich nicht. Findest du, Mario Maker hat Potenzial, um mehr draus zu machen? Wie zum Beispiel Mario Kart Maker oder sowas? Ja, kann ich mir vorstellen, Mario Kart Maker, aber als eigenes Spiel glaube ich eher nicht. Eventuell findet es ja Platz in Mario Kart 9 für NX, aber ein eigenes Mario Maker, zum Beispiel Mario Kart Maker, glaube ich eher nicht. So, das war's dann auch für die heutige Folge von Mario Kart 8 Labervideo. Ich bedanke mich auch noch an BlueX2, der mir das schöne Gameplay von Mario Kart 8 aufgenommen hat, wo ich dabei war, weil mein Legato ja so wunderbare Aufnahmen macht und ja. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, dann wahrscheinlich auch wieder mit Drache oder so, aber auch das war dann mal eine Runde alleine oder vielleicht auch wieder alleine, weil ich habe noch einige Fragen zu beantworten. Und ja, der Betty hat nochmal so einen Katalog an Fragen gesendet, also von daher sind wir 2020 noch dabei. Von daher, ich bin raus, wir sehen uns dann irgendwann wieder in den Best-ofs und abonnieren und Drache deabonnieren, weil er nicht dabei war und in Urlaub hockt. Im Urlaub hockt und sein Leben fehlt und ich hier ein Video aufnehme in der Hitze. Geil! Gut, das war's jetzt. Ich bin weg. Tschüss.